Servus, grüezi, hallo, liebe Mystery-Files-Freunde. Diesen Senior, diesen Opi, den ihr hier gerade auf den Bildern seht, das ist der Prophet Ezekiel, auch geschrieben Hesekiel mit H, aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, aus dem Alten Testament, also aus der Bibel. Und er war ein Priestersohn, der Sohn eines Priesters namens Busi, so wird er meistens geschrieben. Und er lebte nicht irgendwie im heutigen Jerusalem oder so etwas, sondern er lebte, als er zum Propheten berufen wurde, im babylonischen Exil. Denn ihr wisst wahrscheinlich auch von einigen Videos hier auf Mystery Files, die sich vor allen Dingen um die Bundeslade drehen, im Jahre 898 vor Christus wurden die Einwohner von Jerusalem unter dem babylonischen König Nebukadnezar II. Nach Babylon verschleppt, ins babylonische Exil. Das geschah nicht irgendwie an einem Tag, es waren mehrere quasi Verschleppungsaktionen. Aber hier im babylonischen Exil im heutigen Irak, in Mesopotamien, wie es früher hieß. Dort hat dieser Ezekiel gelebt und sein Buch, was man im Alten Testament findet, unter den Schriften der Propheten, gilt in weiten Teilen als authentisch. Das heißt, hier hat nicht irgendeiner ein Buch geschrieben und gesagt, so, ich setze den Namen Ezekiel drauf, damit das Buch irgendwie Anerkennung findet oder bekannt wird oder aus welchen Gründen auch immer, sondern es soll tatsächlich aus dem 6. Jahrhundert vor Christus stammen und in weiten Teilen von ihm geschrieben worden sein. Interessant ist das Buch natürlich aufgrund der Berufungsvision im ersten Kapitel des Buches Ezekiel, wo der sogenannte Thronwagen des Herrn, der Thronwagen Gottes, wie man es nennen möchte, irgendwie von Norden mit Saus und Braus wie eine Wolke irgendwie angedüst kam oder angeflogen kam, obwohl das Wort Fliegen so direkt nicht vorkommt. Aber diese ganze Geschichte ist wirklich sehr berühmt in der Präastronautik. Und das schon wirklich seit vielen Jahrzehnten. Angefangen hat das eigentlich grundsätzlich alles im Jahre 1965 mit einem Autoren, Robert Charroux heißt er, einen französischen Autoren. Der hat in seinem Buch Verratene Geheimnisse, das ich hier mal liegen habe, ich werde da unten alles mal verlinken, was ich euch so zeige, ein ganzes Kapitel über Ezekiel, über dieses Raumschiff des Ezekiel geschrieben. Ein dicker Wälzer, ein Klassiker der Präastronautik, der Autor sowieso, Robert Charroux, und hat dann interpretiert diese Erscheinung, die da kam, mit lebenden Wesen und Rädern auf der Erde, die Augen hatten sich irgendwie seltsam drehten und so. Das seien Außerirdische gewesen. Für ihn von der Venus, für ihn kamen alle von der Venus, für den Robert Charroux. Aber er nennt diese Kreaturen Rocket Man in seinem Buch, das ist übrigens die deutsche Ausgabe hier. Und 1965 spekulierte er da fleißig, ja, das ist doch irgendwie so ein Beweis, dass da ein Raumfahrzeug kam und der Prophet Ezekiel das gesehen hat. Das werdet ihr wahrscheinlich alle kennen. Und auch in diesem Buch, wo ihr gerade das Cover seht, von 1965 von Jacques Vallée, UFO, Anatomie eines Phänomens, hat er schon die Vision des Ezekiel auch mit dem UFO-Phänomen in Zusammenhang gebracht. Und Jacques Vallée werdet ihr wahrscheinlich kennen. Er ist heute noch aktiver UFO-Forscher, beschäftigt sich immer noch mit der Thematik der fliegenden Untertassen, sagen wir es mal so. Und er ist tatsächlich schon wirklich vor Jahrzehnten aktiver Autor gewesen, hat zahlreiche Bücher geschrieben. Aber auch der hat sich diese biblische Vision vom sogenannten Thronwagen Gottes, Thronwagen des Ezekiels, einmal angenommen und hat gesagt, ja, da könnte auch schon irgendwie etwas Extraterrestrisches oder meinetwegen einfach nur Ungewöhnliches im Spiel gewesen sein. Wesentlich interessanter, um nicht so weit auszuholen, finde ich dieses Magazin, was ihr hier gerade seht. Das ist die November-Ausgabe von 1962, der Australian Flying Saucer Review, also so eine UFO-Zeitschrift von damals. Und darin findet sich ein Artikel, der heißt, Ezekiel sah vor 2500 Jahren ein Raumschiff. Das soll aus einem italienischen Magazin übernommen worden sein, aus dem gleichen Jahr. Und das ist schon wirklich sehr erstaunlich, wenn man sich so die Bilder anschaut, die ich hier gerade so einblende. Da wurde auch schon spekuliert, also noch vor Robert Charroux, dass hier tatsächlich irgendetwas Außerirdisches im Spiel war. Und natürlich, ihr wisst es alle, bekannt wurde diese ganze Story erst ab 1968, also 3 Jahre nach Robert Charroux.
durch Erinnerung an die Zukunft. Dieses hier, das ist sogar noch eine Erstausgabe, Originalausgabe, glaube ich, von Erich von Däniken, Erinnerung an die Zukunft. Auch er hat da diese Spekulation, diese Thematik übernommen und vermutete, diese lebenden Wesen, die da erschienen sein sollen, wie es Ezekiel beschreibt, das waren Raumfahrer, eben Hähnchen, Aliens, wie man heute sagt, Raumfahrer der Antike. Das wurde dann tatsächlich durch Erich von Däniken weltberühmt und das ist Jahrzehnte her und das ist immer noch Thema in seinen Büchern bis heute. Eigentlich ist es in jedem Präastronautikbuch, die vor allem halt nach diesem Buch folgten, ist das thematisiert worden. Interessant ist natürlich, richtig Vater die ganze Sache 1973 aufgenommen und zwar durch einen Autoren, Joseph F. Blumerich, einen NASA-Mitarbeiter, einen Ingenieur der NASA, da tat sich der Himmel auf. Das ist die deutsche Erstausgabe, auch 73 erschienen. Und hier glaubt er anhand der Texte im Alten Testament des Propheten Ezekiel ein Raumfahrzeug in Anführungszeichen rekonstruieren zu können, das ihr ja hier auf dem Titelbild auch seht. Ich versuche gleich mal ein einigermaßen gutes Bild davon einzublenden. Kennt ihr bestimmt alle. Ihr habt euch bestimmt mit dieser Thematik befasst. Und da nahm diese ganze Story heute wirklich Fahrt auf. Bis heute wie dieses seltsame Gebilde mit Helikopterantrieb. Hier könnte vielleicht ein Düsenantrieb hier so drunter gewesen sein. Ist also für Flüge innerhalb der Atmosphäre gedacht. Ist nicht irgendwie was, wo die mit von den Sternen gekommen sein sollen. Aber das hat wirklich dann Fahrt aufgenommen ab 1973 durch dieses Buch. Ein absoluter Klassiker. Ich weiß gar nicht. Das ist wahrscheinlich heute affenteuer, dieses Buch. Aber ich werde es euch trotzdem unten mal verlinken. Das muss man eigentlich kennen und gelesen haben. Muss man nicht, aber wenn man sich für die Thematik interessiert, schon. Ganz interessant ist auch dieses Rad, was ich vorhin erwähnt habe, was da am Boden erschienen sein soll. Soll Augen gehabt haben, sich beim Fahren konnte es, hat sich gedreht und konnte wenden, ohne sich irgendwie da irgendwie so wirklich zu drehen und also etwas etc. pp. Da gab es ein Patent, was dieser Blumerich hat patentieren lassen und zwar am 5. Februar 1974. An dem Tag bin ich geboren und an dem Tag hat er sich dieses Rad in den USA patentieren lassen. Ich zeige euch mal hier so Bildchen davon, von dieser Patentschrift. Hierzu ist vielleicht auch ganz interessant, ich möchte nicht zu weit ausschweifen, weil ich hatte dazu ein Video gemacht, was ich euch auch unten in der Beschreibung mal verlinken werde. Es gab schon eine Patenteinreichung im Jahre 1956. Das wurde dann 1958 als Patent akzeptiert. Ihr seht ja gerade so ein paar Bilder davon und dieser Körper von diesem seltsamen Flugvehikel, was dort, also lange vor Blumerich, lange vor Däniken und Robert Charroux, was da irgendwie zu Patent angemeldet wurde, das erinnert schon wirklich sehr, sehr stark an dieses komische Gebilde, was der Blumerich, ach, so sah er damals übrigens aus, er lebt nicht mehr, was er da anhand der biblischen Texte rekonstruiert haben will. Sehr interessant, kurz vor seinem Tod habe ich mit Josef Blumerich noch gesprochen, was er denn so jetzt so nach all den Jahrzehnten Beschäftigung wie dieser Ezekiel-Story, was er da heute rückblickend noch so von hält und was er da so vielleicht eine andere Meinung hat oder so etwas. Und er sagt, also seine Meinung war bis zu seinem Tode unverändert. Er glaubt tatsächlich, das ist so gewesen. Seine Rekonstruktion ist richtig. Ich hatte ihn in dem Gespräch auch mal drauf angehauen. Ja, es gibt auch noch andere Texte mit Thronwagen, Visionen von verschiedenen Propheten, die teilweise auch älter sind als das Buch des Propheten Ezekiel. Und ob er das auch gelesen hat, um da irgendwie weitere Informationen herauszufiltern oder so. Aber diese Sachen hatte er nicht gelesen. Dieses Interview müsste sogar auf meinem Blog fischinger-blog.de stehen. Wenn das so ist, werde ich es auch unten einmal verlinken. Dieses Gespräch mit dem Josef Blumerich. Wie gesagt, er lebt heute nicht mehr. Aber dieses Buch des Propheten Ezekiel ist in der Präastronautik eine Legende, wirklich Kult. Es hat schon Kultstatus. Ach, geh weg, Fliege, Mini-Raumschiff oder so. Aber dieses Buch erhält natürlich noch weit, weit mehr als nur diese Berufungsvision ab dem ersten Kapitel, wo dann Gott da erschienen sein soll, da in Mesopotamien irgendwie in einer Wolke und so. Es enthält zum Beispiel sehr viele Gewaltfantasien in späteren Kapiteln. Also was da zu lesen ist, was sich der Ezekiel da so ausdenkt an Gewaltfantasien, an Gemetzel und so, das ist schon wirklich ein starkes Stück. Das Buch müsste eigentlich ab 18 sein oder so. Klingt wie ein Horrorfilm. Aber es gibt natürlich noch eine andere
wahre Geschichte, die beginnt viele Kapitel später, und zwar ab Kapitel 40. Dort wird beschrieben, wie die Hand des Herrn, so nennt er das immer, also eben halt Gott, auf ihn kam und ihn mitgenommen hat zu einem hohen Berg, und da sah er etwas, das aussah wie eine Stadt, und da wurde er dann abgesetzt, denn da hat sich ein Tempel befunden. Ein Tempel, der auch wiederum in der Präastronautik durchaus bekannt ist, und zwar durch ein Buch von 1985 von Hans Herbert Bayer, einem österreichischen Ingenieur. Das ist das Buch, das ist eigentlich so weniger bekannt als Blumrich zum Beispiel. Und zwar heißt das einfach Kronzeuge Ezekiel. Und hier hat er in, ich schlage das einfach mal hier so blind auf, in zahlreichen bunten Zeichnungen versucht, diesen Tempel des Ezekiel zu rekonstruieren. Denn dieser Ezekiel kam dort, wurde dorthin gebracht durch die Hand des Herrn, und er sollte diesen ganzen Tempel, der ihn dann da in den späteren Kapitel beziehungsweise auf den späteren Seiten in seinem Buch gezeigt wurde, alles genau vermessen, alles genau notieren, und hat alles dann, die Maße, alles aufgeschrieben und so etwas. Und so gab es in der Vergangenheit, eigentlich seit das Buch des Propheten Ezekiel geschrieben wurde, unzählige Rekonstruktionsversuche, diesen Tempel mal darzustellen, wie so sah er denn eigentlich in Wahrheit aus. Sie unterscheiden sich alle ganz enorm von diesem Gebilde, was der Hans-Herbert Bayer da rekonstruiert haben will. Er geht nämlich davon aus, das ist tatsächlich so eine Art Wartungsbasis für dieses Fluggerät, was da einige Jahre vorher, also 12 Jahre vorher, von dem Josef Blumrich rekonstruiert worden ist oder geworden oder worden sein soll. Es würde von oben da hereinfliegen, und es wird auch beschrieben, wie die Herrlichkeit des Herrn in den Tempel einzieht. Theologisch heißt das natürlich, quasi der Geist Gottes ist dort eingezogen. Hier wird alles physisch interpretiert, dass tatsächlich ein Fahrzeug da herangeflogen kam, dort landete. Oh, ich sehe gerade, ich habe das Buch da nochmal liegen und das auch nochmal. Egal, spielt keine Rolle. Ich schweife wieder ab. Aber diese Rekonstruktionen, ich blende euch mal so ein paar Beispiele ein, wie man sich das vorstellt. Es gibt auch sogar 3D-Rekonstruktionen dieser Tempel, wie er denn genau ausgesehen haben soll, den Ezekiel in einer angeblichen Vision gesehen hat. Darüber streiten sich die Geister. Selbstverständlich wird auch darüber gestritten, war das eine Vision oder hat er tatsächlich einen physischen Tempel gesehen, weil es ist kein Hinweis im Buch Ezekiel zu finden, dass er irgendwie quasi gen Himmel gefahren ist und seine Vision irgendwie in den Sphären Jahres, in den Sphären Gottes erlebt hat, sondern tatsächlich scheint es, als wenn er auf der Erde gewesen ist. Das wird dann interpretiert als ein Tempel der Endzeit oder Endzeittempel, den letzten Tempel überhaupt, wenn das Reich Gottes kommt. Ihr wisst ja, auf dem Tempelberg in Jerusalem steht kein Tempel mehr der Juden, des jüdischen Volkes, der Hebräer, des Hauses Israel. Aber wenn da ein neuer Tempel dann irgendwann in Zukunft kommen wird und das Reich Gottes wird kommen und natürlich das Reich von Jesus, wie es die Christen dann interpretieren, dann würde dieser Tempel, den der Prophet Ezekiel da vor rund 2600 Jahren in einer angeblichen Vision gesehen hat, der würde dann dort errichtet werden. Und deshalb sollte er alles vermessen, aufschreiben und notieren, also quasi den durch Gottes Allmacht geschauten und vermessenen Tempel, der würde dann dort irgendwie wieder auferstehen, aufgebaut werden oder so etwas. Aber weit weniger bekannt ist, wie er überhaupt dahin gebracht wurde. Okay, das weiß man, aber wer ihm quasi den Auftrag nochmal direkt vor Ort gegeben hat, alles zu vermessen. Und zwar erfahren wir direkt am Anfang von Kapitel 40, in Vers 3 müsste das stehen, dass ihn dort ein Mann aus Erz erwartet habe. Da unterscheiden sich die Übersetzungen der Bibel auch in verschiedenen Sprachen, ob es ein Mann aus Erz war, ein Mann, der aussah wie Erz, ein Mann aus Bronze oder einer, der aussah wie aus Messing. Also da gibt es verschiedene Übersetzungen. Zum Beispiel, wenn man das Hebräische nimmt, dann kann man ja online, kann man ja sich die Bibeln auch in den Hebräischen anschauen und dann die hebräische Sprache via Online-Übersetzer zum Beispiel übersetzen. Da steht zum Beispiel, der aussah wie ein Spiegel aus Bronze.
Bronze wurde mir da zum Beispiel bei einer Übersetzung ausgespuckt. Und auf jeden Fall dieser Mann da, der im dritten Vers, im 14. Kapitel beschrieben ist, oder dieses Wesen, diese Kreatur, habe gesagt, ach, hallo Ezekiel, moin, da bist du ja. Du bist hierher gekommen, nur um diesen Tempel zu vermessen. Und er hatte einen Stock in der Hand, eine Messrute, die müsste so 3 oder 3,5 Meter lang gewesen sein, spielt auch keine Rolle, und eine Schnur als Werkzeug. Und damit sollte er alles, was er Ihnen jetzt zeigen wird, genau ausmessen und genau notieren. Und er hält auch ganz klar den Auftrag, das alles sollst du dem Hause Israel übermitteln, das alles sollst du weitergeben, dieses Wissen, denn genau nur zu diesem Zweck bist du hierher gekommen. Das sind Geschichten, die kennt man auch von anderen Propheten, von anderen Prophetenbüchern, von anderen, sagen wir mal, christlich-jüdischen, mythologischen Theologien, zum Beispiel im Neuen Testament, Buch der Offenbarung, auch da findet sich sowas. In den Büchern des Propheten Henoch, die nicht in der Bibel stehen, das sind apokryphe Bücher, apokryphe Texte, auch da findet sich so etwas. Immer wieder sollen die etwas aufschreiben, in Büchern, Henoch zum Beispiel, hunderte Bücher hätte er geschrieben, soll das aufschreiben und dann der Gemeinde übergeben, wie es zum Beispiel heißt. Damit ist halt die christliche bzw. die jüdische Gemeinde gemeint. Aber doch sollte hier dieser Prophet Henoch dann auch mit diesem lustigen Bronze-Erzmann dann hat er das auch alles durchgeführt, hat alles notiert, alle Maße exakt aufgeschrieben. Und das ist ja genau das Ding, dass die Leute, die das lesen, sagen, ach, wenn das so genau aufgeschrieben wurde, wirklich so und so viel Ellen hoch, lang, breit etc., dann muss man das doch rekonstruieren können. Hans-Herbert Bayer halt so als so eine IT-Wartungsbasis von Besuchern aus dem Universum. Und Zeugen Jehovas zum Beispiel haben so eine Rekonstruktion angefertigt, dass das halt der zukünftige Tempel ist für das tausendjährige Reich Gottes, / Jesus. Und da kann man wirklich drüber diskutieren, was ist denn jetzt wirklich die wahre Rekonstruktion, wie so sah dieser Tempel wirklich aus. Aber wie soll man dieses seltsame Wesen aus Erz interpretieren? Das ist auf jeden Fall theologisch interpretiert ein Engel. So heißt es, ein Bote Gottes, ein Malchim, also eben ein Bote und damit ein nicht irdisches Wesen, ein Außerirdischer. Da Engel ja keine Menschen sind und nicht auf unserem Planeten leben, sind sie halt außerirdisch. Aber wieso wird er beschrieben, dass er aus Metall gewesen ist? Das erinnert mich ja fast schon mal an einen Roboter oder so. Behaupte ich jetzt nicht, aber klingt schon ausgesprochen komisch. Allerdings, ich habe schon im Jahre 1997 in einem Buch, versprochen ist das letzte, was ich euch zeige, darauf hingewiesen, und zwar in Götter der Sterne, auch werde ich es euch unten verlinken, dass diese Beschreibung nicht einzigartig ist. Im Alten Testament schaut man in apokryphen Texten sowieso nicht. Und zwar gibt es im Alten Testament ein sehr berühmtes Buch, das ist das Buch Daniel. Das ist wirklich eines der bekanntesten Bücher aus dem Alten Testament überhaupt, wenn man jetzt mal die Bücher von Mose, Exodus und Genesis oder so, wenn man die weglässt. Und in diesem Buch Daniel wird beschrieben, wie er sich da so ein bisschen aufgehalten hat mit anderen Männern, anderen Leuten und so. Und dann sah er in der Ferne einen Mann kommen, in Leinen gekleidet, also irgendwie so ein Leinenklamotten an, und den sah er da kommen und ihm ist sofort aufgefallen, dieser Mann, der ist nicht von dieser Welt, offenbar auch wieder ein Engel, ein Außerirdischer, und der näherte sich dem Propheten Daniel. Und ab dem 6. Vers im 10. Kapitel bei diesem Propheten Daniel heißt es, dieses Wesen habe Augen gehabt, die leuchteten oder flackerten wie Feuerfackeln. Sein Antlitz, sein Gesicht sei so strahlend wie der Blitz gewesen, und seine Stimme, wenn diese Kreatur gesprochen hat, habe sich angehört wie das Tosen einer ganzen Menschenmenge. Aber dann ist es interessant, er vermerkt auch, dass die Arme und die Beine dieser Kreatur, nennen wir sie mal so, die auf ihn zugekommen ist, aussah wie aus Erz. Auch hier unterscheiden sich dann wieder die Übersetzungen, dann heißt es, er hatte Arme und Beine wie aus Bronze oder sie erschienen wie Bronze. Und so heißt es zum Beispiel wörtlich in einer Übersetzung, seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie poliertes Erz. Aber auch hier muss man überlegen, wieso haben Engel solche Eigenschaften? Wieso sollen sie aussehen wie Eisen, wie poliertes Eisen, wie poliertes Messing oder Bronze? Spielt ja keine Rolle. Wenn man sich so mal die Engeldarstellungen anguckt aus der christlichen Tradition, diese kitschigen
plausbäckigen, asexuellen Wesen, die aussehen wie kleine, dicke, pummelige Babys mit einer Trompete und kleinen Flügeln oder so. Das hat alles nichts mit den Beschreibungen im Alten Testament und verwandten Texten zu tun. Eher das absolute Gegenteil ist der Fall. Aber hier auch wieder so eine komische Kreatur aus Erz. Und vielleicht ist so am Rande und abschließend nochmal zu erwähnen, bei dem Propheten Daniel heißt es auch, dass nur er allein diese Kreatur, dieses Wesen, diesen Engel, diesen Alien da gesehen hat. Alle anderen, die bei ihm waren, waren viele Leute bei ihm, haben dieses Wesen nicht gesehen, aber sie haben irgendetwas gemerkt, denn dort steht weiter beschrieben im nächsten Vers, große Furcht, Schrecken und Angst habe sie überkommen und sie seien alle weggerannt und geflohen. Sie müssen also irgendwie geahnt haben, hier ist irgendetwas oder so, auch wenn sie es nicht sehen. Bisschen entfernt erinnert mich das an die angeblichen Marienerscheinungen von Fatima in Portugal vor über 100 Jahren, wo drei Hirtenkindern die angebliche Mutter Gottes erschienen sein soll. Und auch diese Mutter Gottes wurde nicht von den Menschen gesehen und auch von den drei Kindern nicht, von allen dreien, sondern hauptsächlich natürlich von der Hauptzeugin Lucia dort, diesem kleinen Mädchen. Aber sie ahnten, da ist irgendwas und vernahmen irgendetwas. Aber auch das würde jetzt zu weit vom Thema abführen. Nur ich finde es interessant, dass die Autoren, die jüdischen Autoren vor 2600 Jahren, sich eine Himmelsboten ausgedacht haben, meinetwegen ausgedacht haben, der ausgesehen hat, als sei er aus Metall oder so. Und der steht dann da einfach so rum und sagt, moin Prophet, Gott hat dich jetzt gebracht, dann lass uns mal durch den Tempel gehen und mess mal alles aus. Absolut verrückte, kuriose Story. Was davon stimmt, niemals werden wir es wirklich erfahren. Aber das ist ja das Spannende an den Mystery Files, an den fantastischen Geschichten aus der Vergangenheit, aus Sagen, Mythen, Legenden und natürlich auch aus Religion. Büchern. Man kann viel hinein interpretieren, man kann sich Gedanken machen und unterhaltsam ist es auf jeden Fall immer. Wenn ihr das auch so findet, gebt mir gerne ein Feedback, lasst auch einen Daumen hoch hier und ein Abo. Dann sage ich mal Tschüss, ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Video auf den Spuren irgendwelcher Mysterien der Vergangenheit, Gegenwart oder sogar Zukunft. Ciao, tschüss, euer Lars.